Wer kennt das nicht? Man steht auf und man fühlt sich irgendwie mit einer niederen Schwingung. Und wir wissen das alle, dass unsere Schwingung, wir leben in einer Quantenwelt und dass unsere Schwingung ein, naja, ein Spiegelbild unserer äußeren Realität ist. Als Beispiel, du stehst in der Früh auf und du fühlst dich gerade heute schlecht und irgendwie hast du gerade was Schlimmes erlebt in der Früh oder so. Und dann wirst du merken, wie die ganzen Mitmenschen um dich herum heute auch einen schlechten Tag haben, wie sie sich dir komisch gegenüber benehmen, wie das Wetter nicht passt und so weiter und so fort. Ja. Aber wir kennen das auch, wenn wir aufstehen und wir fühlen uns richtig gut, wir haben etwas richtig Tolles erlebt und plötzlich sind alle Menschen super lieb zu uns und super freundlich und ein richtig, und das war, sind oft auch die schönsten Tage, wir haben. Ja. Das heißt, dein Zustand basiert immer darauf, was in der äußeren Realität passiert. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir passiv unsere Schwingung erhöhen, dass wir passiv unsere Frequenz erhöhen und uns ja, in einen anderen Zustand hinein katapultieren. Und dazu habe ich eine Frequenz vorbereitet. Sie nennt sich Quantum Frequency Boost. Eine Reise in eine höhere Schwingung. Ja. Und diese Frequenz ist eine Quantenmeditation gekoppelt mit einer Frequenz, gekoppelt mit einer Quantensuggestion. Ja. Also eine ganz neue Technologie, die ich entwickelt habe, um das Gehirn viel leichter umzuprogrammieren. Ja. Und das Ganze funktioniert so, indem ich dich in die erste Phase in eine Art Hypnose versetze, in eine Art Trance, aber eine leichte Hypnose, weil eine tiefe Hypnose ist hier gar nicht notwendig bei Quantensuggestionen, weil die direkt beim Hören schon das Gehirn umgeschrieben wird. Ja. Ich erkläre auch gleich, warum und wieso. Ja. Die zweite Phase ist eine Vertiefung, eine Versenkung. Da hast du versinkst in eine Trance hinein. Und die dritte Phase ist dann eine Versenkung in die Quantenwelt, wo sich die Variablen öffnen, wo wir empfänglich sind. Es dauert ungefähr so 6 bis 8 Minuten, auch wenn die Frequenz wirkt, 6 bis 8 Minuten. Und diese Frequenz ist so darauf eingestimmt, dass du im Gehirn laut EEG dann empfänglich bist für neue Programmierungen. Ja, und dann fängt auch die Quantensuggestion an. Eine normale Suggestion ist zum Beispiel sowas wie, ich habe eine hohe Schwingung. Ja. Und dann kommt der kritische Verstand und sagt, naja, so wie du dich gerade benimmst, so wie du dich gerade fühlst, das stimmt überhaupt nicht. Und wir brauchen in der Regel 90.000 Suggestionen, bis das Gehirn das annehmen kann. Das heißt, wir kämpfen gegen eine Wand, die aus Beton ist. Ja. Und bei einer Quantensuggestion sieht es da ganz anders aus. Wir arbeiten dort mit einer psychologischen Umkehrmuster. Das heißt, wir nehmen zuerst eine Metapher. Ich mache ein Beispiel. So wie der Klang der Musik in Harmonie schwingt, schwingt mein inneres Wesen in Harmonie und ich fördere meine Schwingung durch bewusstes Atmen und Meditieren. Ja. Das heißt, wir nehmen eine Grundmetapher, wo das Gehirn eine Bestätigung dazu gibt. In dem Fall, so wie der Klang der Musik in Harmonie schwingt, schwingt mein inneres Wesen. Und das, dann kommt die Programmierung, das heißt, du sagst, mein inneres Wesen schwingt in Harmonie und ich fördere meine Schwingung durch bewusstes Atmen und Meditation. Also du programmierst dich darauf ein, dass du regelmäßiger bewusst atmest und regelmäßiger meditierst, ja, durch diese Suggestion, ja, Quantensuggestion. Ja. Als nächstes, so wie die Sterne am Himmel leuchten, leuchtet mein inneres Licht, welches meine Schwingung erhöht und andere inspiriert. Ja, also da nehmen wir den Fakt, das ist eine Metapher, so wie die Sterne am Himmel leuchten, leuchtet mein inneres Licht, welches meine Schwingung erhöht und andere inspiriert. Und du wirst merken, wie du plötzlich inspirierter wirst, wie du dein Leucht nach außen bringst. Ja? Also ein drittes Beispiel gebe ich dir noch. Ich habe ungefähr 10 bis 15 Beispiele in dieser Quantensuggestion aus verschiedenen Ansätzen, wo einfach verschiedene Bilder im Gehirn programmiert werden. Und ganz wichtig ist bei Quantensuggestion, dass du das, was du hörst, auch fühlst. Wenn du Bilder gefühlt hast, dann programmieren sie sich viel, viel schneller im Gehirn ein. Ja. Ein tolles Beispiel habe ich hier am Schluss. Das lese ich dir jetzt vor. Wie das Licht die Dunkelheit durchbricht, durchbreche ich niedere Schwingungen und erhebe mich zu neuen Höhen der Freude, Liebe und Erfüllung. Ja. Also wundervolle Bilder. Ich habe mir da sehr, sehr viel ausgedacht.
Bilder, die einfach sehr, sehr harmonisch sind, die Bilder erzeugen und die in deinem Gehirn auch schon vorhanden sind, wie zum Beispiel, wie das Licht die Dunkelheit durchbricht. Ja, und du kannst diese Frequenz mehrmals am Tag hören. Ich empfehle dir vorm Schlafen gehen, mitten am Tag und in der Früh nach dem Aufstehen. Du wirst merken, vor allem nach dem Aufstehen, wenn du da diese 20 Minuten dir gönnst bei der Morgenmeditation, dann wirst du merken, wie der Tag, wie ein Dominoeffekt, du erhöhst deine Schwingung in der Früh gleich und der Dominoeffekt geht gleich in diese Richtung. Du kannst diese Quantensuggestion, Quantum Frequency Boost, kostenlos hören in unserer Meditations-App. Lade sie dir einfach runter auf Primus 3D, suchen im Store und dort in der Kategorie Selbstprogrammierung, in der Unterkategorie Selbstfürsorge wirst du sie finden. Und damit wirst du einfach auf jeden Fall merken, wenn du sie regelmäßig hörst, wie sich deine Frequenz im Laufe der nächsten Tage, vor allem am selben Tag noch, verändert. Aber wenn du sie regelmäßiger hörst, wie dein Gehirn darauf umprogrammiert wird, dass du grundsätzlich eine erhöhte Schwingung hast. Und deswegen wünsche ich dir damit viel, viel Freude. Viel, viel Freude und du wirst wirklich merken, probier es einfach aus, mehrere Tage hintereinander. Du wirst merken, wie sich das komplett in dein Leben verändern wird und dein Zustand sich verändern wird. Und dann, du wirst es vor allem merken an dem Spiegel der äußeren Menschen, wie was für Reaktionen sie plötzlich von dir geben. Menschen werden zu dir kommen und sagen, hey, was ist mit dir los? Du bist ja letzte Zeit so gut drauf und so weiter. Und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Sache. In dem Sinne, viel, viel Freude wünsche ich dir damit und bis zum nächsten Video.